Oh shit. Warte mal, ich glaube, die sind eine Gefahr, die Ratten, oder? Ich glaube, die können mich entlarven. Scheiße. Drecksvieh. Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind hier auf dem Piratenschiff angekommen, haben beim letzten Mal Captain Tetra befreit, haben sie kennengelernt dadurch und ihre Mannschaft. Und ja, nach der Rettungsstation wurde dann unsere Schwester Ari entführt, deswegen sind wir jetzt auch hier, wir wollen unsere Schwester retten. Wir haben dann bei dem Matrosen Nico noch ein kleines Spielchen mitgemacht, haben dadurch auch noch ein Item erhalten, eine Beutetasche. Jetzt gehen wir einfach hier raus an Deck wieder, weil jetzt haben wir hier eigentlich unter Deck alles fertig gemacht. Soweit, genau. Ah. Hey, Patrick, hier bin ich. Warte, also, ihr müssen wir da hoch. Ach, die Leiter, okay. Aber mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. Komm, wir sprechen jetzt nochmal mit ihm. Mit dem Mr. Baufrei hier. Er ist doch baufrei, ne? Ja. Das ist also die verwunschene Bastion. Na, so unheimlich wie das aussieht, kommt der Name aber nicht von ungefähr. Achso, wir sind ja schon da, stimmt. Hat er ja gesagt, denn wir sind angekommen. Ja, eigentlich recht fix die Fahrt, muss ich sagen. Was mit ihr? Hab ich dich auch schon angesprochen? Captain Tetra, sie wartet oben auf dich. Wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Okay. Ja, die sagen jetzt alle was zur verwunschenen Bastion, anscheinend nur. Wir verstecken uns hier schön hinter einem Felsen. Wie man sieht. Da hinten ist sie. Schön die Scheinwerfer überall, die suchen was scheinbar. Oder, ja, oder ist halt quasi eine Festung, ne? So. Da sind wir da. Was treibst du so lange mit Nico? Wird doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist die verwunschene Bastion. Keine Mucke. Ich baue Spannung auf jeden Fall richtig gut. Ach, dieses Ding, ey. Früher war das hier nur der Unterstupf einer Bande feindlicher Piraten. Bald scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Da ist sie, da sind Möwen, genau. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ja, da muss meine Schwester, also unsere Schwester sein. Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Na, die sind ihr ja gefolgt, das habe ich ja nochmal, ist mir auch aufgefallen im letzten Mal schon. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Ja, yep. Auch schon aufgefallen. Ich finde uns doch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Stellen wir das wohl am schlauesten an. So, natürlich hat sie recht fix eine Idee. Eine, die mir nicht so gefallen wird jetzt. Nee, tatsächlich nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mach doch nicht so einen Aufstand. Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Man unterschließt sich ständig. Ja, genau. Also, ist alles bereit? Das sieht ordentlich durch die Suft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Weißt du, man muss einfach dieses kleine Fenster treffen auch, ne? Von so weit, als ob... Eins! Let's go! Guten Flug! Da winken sie ja noch hinterher, also er winkt noch hinterher, der Gunst so. Und... Ja, es geht in die Hose. Bop. Und unser Schwert ist weg. Das ist Mist. Ja, die haben nicht so ganz getroffen, ne? Das ist ja auch langweilig, ne? Wenn wir einfach so dahin kämen und unsere Schwester retten könnten. Wäre das Spiel ja schon wieder vorbei. Die verwunschene Bastion, meine Freunde, da sind wir schon angekommen. So, den Weg habe ich nicht mehr ganz im Kopf, wie man am schnellsten zur Schwester kommt. Mal schauen, wie schnell ich ihn finde. Wobei, ich muss mich eh. Ich kann eh nicht so schnell laufen. Denn. Oh. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Haha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Was hat ihm das gegeben? Ständig, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß ein Einstein. Deine Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drück den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ah, mit so einem, ja, die Zackmuster halt. Ich hab den Stein in der Statusmenü getan, das du findest, wenn du im Itemmenü den rechten Pfeil wählst. Und du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Das verlieren bloß nicht, nö, ne, hab ich nicht vor. Aber los, frisch ans Werk. Ja, pass auf die Suchscheinwerfer auf, du sollst besser nicht in ihr Licht geraten. So, genau. Wenn wir jetzt ein Fass aufheben, wir nehmen es nicht einfach hoch, wir verstecken uns dann quasi in dem Fass. Hier möchte ich gerne Geld haben. Natürlich riskant. Sobald ich einmal im Licht bin, ist Feierabend hier. Muss ich aufpassen. Oh.
Gut. Ging schneller als ich, ey, shit. Ach, das fast nicht auffällt, ne? Das war ohne Witz, das ist ein richtiger Witz. Du hast Geld jetzt auch weg, jetzt was da lag, ne? So, ihr Eumel. Ich bin weg. Ich muss doch, glaube ich, hier rein, ne? Im anderen Eingang gibt's nicht. Ich glaube, da oben komme ich nicht. Ist hier überhaupt ein Weg? Nee. Aber nicht. So, gehen wir hier rein. Aber es war es auch lange nicht mit Verstecken und so. Aber ich kann überlegen, ob ich nicht einfach einmal sage, ich lasse mich einmal erwischen. Damit bei denen kann ich jetzt nichts ausrichten, ne? Bei den Viechern. Ich habe gar keine Waffe mehr, mit der ich mich verteidigen kann. Von einer Sache möchte ich gerne mal testen, also Sekunde mal. Dafür habe ich mir die auch unter anderem geholt. Ich möchte die ja später haben, die Sachen, aber das geht ja hier vielleicht auch schon. Geht mal her hier ein. Ich glaube, man kann auch damit auch Ratten anlocken, oder? Yes, genau. Das ist ein Scheiß, ey, ehrlich. Guten Tag. Da kommt dir was Schönes. Was willst du? Universalfutter 3 Portion Putt-Putt-Frucht. Ja, wow. Nee, komm, hau ab. Wie viel kostet das? 30 Rubine? Nee. Nee. Hier hab ich jetzt verballert, ein Ding. Geizkragen! Vielen Dank für den Unterhalt. Ich hab dir nichts gegeben, mein Freund. Ich frage jetzt, hab ich irgendwo eine Karte? Ich hab hier eine Karte. Kann ich die auch hier öffnen? Nee, dann seh ich die nur selbst. Ah, hier ist sie aber auch da. Okay. Okay, ich habe aber keine richtige Karte, sehe ich schon. Das ist blöd. Komm, geh ich einfach mal da lang. Da ist offen, hier kann ich ihn fast nehmen, ne? Genau. Also warte mal. Hier hebe ich das einfach hoch. Aber das hier kann ich dann wieder überschlüpfen, ja, genau. Okay. Oh, da sind zwei. Mit Viechern. Was warte ich mal hier? Jetzt muss ich aufpassen. Okay, wie weit können die nur gucken? Der müsste mich doch sehen da hinten. Oh, er sieht auch was. Er hat was bemerkt. Ui, uiuiuiui. Hoppala, ich dachte jetzt, der sieht mich, ohne Witz. Der ist jetzt gerade eine Gefahr, der da hinten glaube ich nicht so. Ich stehe genau im Weg, wa? Ich weiß nicht, manchmal gucken die sich ja so um wie jetzt hier gerade der Typ, ne? Sehen die mich dann oder merken die, dass ich dann irgendwie hier bin oder so? Was ist dann da los? So warte ich doch mal, bis der da hinten wieder weg ist. Aber ich glaube, der kann doch was sehen. Okay, der schnuppert wieder hier, der eine. Wahrscheinlich guckt er wieder, ja, der guckt sich wieder um. Genau. Wie weit hat das Kopf? Oh, so sehe ich nichts mehr, warte mal. Ah, der ist halt doppelt kacke, der Typ da, ne? Hier muss ich halt auch mal aufpassen. Ah, der kommt jetzt wieder, scheiße. Gute ist, wenn die jetzt beide weg sind an mir vorbei. Den einen halt kaum, ne? So. Genau, ich sehe ihn doch. Dann kann ich weitergehen. Der wartet auch, genau, der steht irgendwie an der gleichen Stelle, wenn er guckt. Natürlich dreht er sich wieder um. Sieht sich wieder genauer um. Ah, ich guck mal, ich hätte jetzt vorbeilaufen können, wahrscheinlich schon. Lauf, 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 lauf. Durch, so, das hätten wir geschafft. Die Etappe hier. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Wenn ich jetzt sehe, überall einen Plan, klar, aber. Das heißt ja noch lange, dass ich hier richtig laufe. Ich weiß auch gar nicht, wo ich genau hin muss. Jetzt gerade als erstes. Ich glaube, ich könnte mich tatsächlich besser orientieren, wenn ich einmal gefangen genommen würde. Und dann wieder rauskäme. Ja, das machen wir auch kaputt einfach. Hier ist auch wieder eine Sau unterwegs. Nur eine? Oh shit. Warte mal, ich glaube, die sind eine Gefahr, die Ratten, oder? Meine ich. Ich glaube, die können mich entlarven. Scheiße. Komm wieder her. Kommt da wieder. Ich glaube, die können mich attackieren und dann bin ich quasi. Ja, freiwild. Wenn man so will. Ich setze mich trotzdem mal drunter, bevor der jetzt hier hinkommt, hier, der Typ. Ratte geht mir gerade auf und sagt, ja, aber dann werde ich geht's durch trotzdem. Werde ich halt geschnappt im Zweifel. Ganz ehrlich. Wenn die scheiß Ratte daran schuld ist, dann ist es eben so.
Hört die Mucke ganze Zeit, dass sie hier in der Nähe sind? Drecksvieh. Ja, die holt mich hier raus, die Scheißratte. Hau ab. Der wieder zurück, der kommt wieder zurück, Scheiße. Kann doch da einfach vorbeirennen, oder? Im richtigen Moment oder nicht? Ich würde schon sagen, wenn der gleich dahinter ist, hinter dem Ding. Ich warte nochmal. Komm, hau ab jetzt, Junge. Warte, jetzt ist schon wieder über mir, oder? Ja, er geht einfach nur mal gucken. Alles klar, ist die Ratte jetzt weg eigentlich? Ist nicht mehr hier, oder? Ah, er geht doch nicht dahinter. Okay, dann kann ich da aber hinten. Hau ab, du Scheißratte. Wenn sie mich jetzt angreift, dann ist Feierabend. Kann er mal bitte 2 Meter weiterlaufen, der Typ? Jetzt mal ehrlich. Oder so. Ich sehe ihn gerade nicht so. Jetzt sehe ich ihn wieder. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz spannend gerade hier, aber eigentlich schon spannend irgendwie. Ja, einfach weiter. Boah, ich dachte schon, die Kamera dreht sich jetzt nicht mit. Ich jetzt drehe hier selber. Ich würde mich wahrscheinlich auch noch anheben, ich richtig, glaube ich, tatsächlich. Da muss ich sogar hin. Oh, shit. Muss ich aufpassen. Jo, alles klar. Danke. Ach, ich habe keine Herzen, stimmt, da habe ich ja voll vergessen. Ich muss sogar hier hoch. Also ich muss auf jeden Fall den Weg nach oben finden, das weiß ich. Ich gehe jetzt auch einfach hier hoch. Ich glaube, normalerweise komme ich von da hinten, glaube ich. Aber auch nur, ich gehe mal hier durch. Im Zweifel muss ich halt wieder zurückgehen, wenn ich jetzt hier falsch gehe. Hier sind ja gleich keine Gegner, ne, auf der Etappe jetzt hier. Ah, warte mal, kann ich hier schon irgendwo hochklettern? Ja, ich kann da hoch. Da meldet sich auch Tetra direkt. Patrick, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Normalerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also an der Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren, wenn er seine Waffe verliert. Diese schnell drücken von nah aufheben. Ganz genau, danke für den Tipp. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. So, nach oben. Da war ja nichts in die andere Richtung. Da war ja quasi wie so eine Art Balkon. Wird abgesperrt, ne? Aber auch gar nicht warten. Das Gute. Genau, die Schweißheit ging nach oben. Im Sack. Oh, 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 oh. Okay. Ich doch lieber abwehr. Oh, ne, warte mal. Ich hab ja schon einen. Hoppala. Ja, komm, hau drauf. Komm. Ich einfach einen anderen Schock. Ey! Der setzt mich ganz schön zu, der Sack. Weg ist er. So. Tschüss. Ein Rubin gibt's. So. Da ist sein Ding hingeflogen, was er gerade aufgehoben hat. Und das ist jetzt quasi weg, ne? Ich frage, spring ich jetzt einfach da. Ne, da spring ich nicht runter. Bin da hochgekommen. Ich kann jetzt darüber springen, dann kann ich den nächsten ausmachen, theoretisch. Dann komme ich da nicht mehr lang. Wo ich gerade war. Wobei, ich glaube, ich komme hier leider raus, ne? Jetzt auf der Joch, scheiß drauf. Ach, die Zuschauerwerfer aus, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel hier. In der verwutschten Bastion. Deswegen passt das schon so. Komm, wir nehmen so einen Stock hier. Soll ich halt die kaputt machen da selber, der Arsch? Und tschüss, so, paar Mal draufhauen, bam. Drecksack. Ich bin ein bisschen am Arsch, ich hab noch 1,5 Herzen, ey. Warte mal, wo kam ich gerade? Wo war eben ein anderer Scheinwerfer? Da hinten, ne? Ich könnte versuchen, ne? Ach, hier drauf. Ach, kann man. Ist da eine unsichtbare Wand vor gewesen? Hab ich das richtig gesehen? Da ist noch einer. Da muss ich noch irgendwie hochkommen.
Aber wenn ich hier reingehe, wo komme ich dann raus? Ich darf irgendwo direkt bei den Schweinen, oder wo bin ich dann? Ah. Ah, hier ist das Gefängnis, glaube ich. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Super. Was hier drin schön ist. Ich hoffe, kein Herzteil, aber wenn eins drin ist, dann nehme ich jetzt einfach mit. Die Karte, die Labyrinthkarte ist hier drin. Okay, auf dem Video-Gamepad sind und auch die Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Sehr gut. Genau, hier ist das Gefängnis. Wenn ich gefangen werde, lande ich hier drin. Man kommt auch wieder raus, keine Sorge, das wäre ja Quatsch. Das wäre quasi Game Over auch direkt, ne? Bis ich ginge. Aber rein müssen wir nicht unbedingt, deswegen. Da kommen wir nämlich genau da oben raus aus dem Loch. Super, so, hätten wir das schon mal erledigt. Warte mal, wenn ich jetzt da runterspringe. In welchem Raum war ich gerade schon alles? Das hat nicht, wo ich angefangen habe. Außen ist da. Ach, da war ich. Da hinten bin ich lang. Da muss ich quasi da wieder raus, um wieder nach oben zu kommen. Und dann muss ich wieder die ganze Runde. Nee, dann hole ich mir die. Da unten ist, glaube ich, eine Kiste nämlich drin, ne? Irgendwo, ne? Oder? Sieht man die von hier? Nee, dann vielleicht bin ich auch falsch hier. Okay, gehen wir einfach wieder zurück. Würde ich sagen, was ist denn hier jetzt durch? Kann man keine Minimap anmachen hier in dem Spiel? Nervig, ich habe keinen Kompass vielleicht, ne? Vielleicht deswegen. Oder geht das mit Minus? Oh, hoppala. Ne. Das war jetzt kein. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Alter, dann wäre ich ja sowieso. Moment. Ich muss ja sogar da lang. Muss ja noch weiter den letzten ausmachen, ne? Achso, wollte ich doch sowieso, ne? Glaube ich. Hier lang. Ursprünglich. Aua. Frage ist, muss ich den letzten noch ausmachen oder ist das egal, aber. Machen nach mir, ich kann mal lieber aus. Aber hier ist der Eingangsraum, wo ich am Anfang war, ne? Meine ich. Oder Leiter? Der ist ein anderer Raum. Warte, wenn hier auch eine Leiter ist. Kann ich doch noch mal gucken, ob da unten eine Truhe ist. Oh, oder auch nicht. Lass mal lieber. Ja, hier sind andere Viecher auch, hab ich gehört. Die Memme, Memme. Die Viecher. Oh, die kommen hier hoch. Mit. Haut ja ab, ihr Säcke. Oh, die könnten jetzt mal Todesurteil sein, sag ich euch ganz ehrlich. Oh shit. Oh shit. Ja, austricksen bitte, danke. Hoch, 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 Link. Link hoch. Die könnte ich angreifen, wenn sie selber klettern, oder? Oder versuchen zu klettern. Oh fuck, ist der hier hochgekommen? Nee. Doch! Alter, hau ab, du Sau. Verzieh dich. Okay, ich springe eigentlich nochmal runter, Leute, ohne Schwert. Ganz ehrlich. So, wo geht's jetzt hier hoch zum. Nee, da geht's schon nicht hoch. Auf der anderen Seite scheinbar, oder? Suchscheinwerfer zum letzten. Hier? Ja, das sieht gut aus. Glaube ich. Der ist direkt hier drüber, ne? Ja, hier kann ich hoch. Super. Super, super, super. Sehr gut. So, komm her, du Sack. Ich hab Stress mit dir. Komm, hau drauf. Hörst du auf? Jetzt mal hier. Oh shit, das war doof. Komm mal drauf. Komm her jetzt. Pass jetzt mal an, richtig? Und weg mit dir so. Das Ding ist, ich kann aber jetzt nicht wieder hier quasi, da hinten kann ich nicht weiter, ne? Ich muss abkürzen, nee, da kann ich nicht weiter, schade. Wo bin ich jetzt gekommen? Da glaube ich, ne? Was für Link guckt, wenn der schon halb am Arsch ist, ey. Schon witzig irgendwie. Ja, genau, jetzt bin ich im Raum, wo der Anfang ist, quasi unten.
sehr gut, sehr gut. Hier wollte ich hin. Kann ich hier nicht auch nicht noch irgendwie eine Abkürzung öffnen oder so? Genau, hier die Kiste runter einfach. Und da sind die Möwen direkt über uns. Okay. Ja, das war nicht mein Plan. Das versuchen wir doch nochmal gleich. So, den Kids aber greifen, genau. Runterschieben. Sehr schön. Jetzt kann ich die, schieb die doch gleich nochmal direkt vor die Leiter. Direkt. Hier, ach, die Scheinwerfer hier habe ich. Ach, ich habe jetzt alle ausgemacht, glaube ich. Es waren, glaube ich, nur drei. Beziehungsweise sechs, je nachdem, ne? Aber die andere Einrichtung war immer aufs Meer hinaus, von daher. Da ja auch hier ja keiner rangefahren kommt. Also zumindest nah rangefahren kommt. Was noch auf der anderen Seite noch Schönes? Nichts. Auf jeden Fall nichts, wo ich weiterkomme. So, da sehe ich aber, wo ich raus muss, oder wo ich weiterkomme. Aha, jetzt habe ich's, Patrick. Rauf auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen hat, kommst du nur, wenn du zu dem Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Dort musst du einen Ausgang ins Freie finden. Von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Na klar, alles klar. Also gehe ich hier weiter. Da bin ich sogar in dem Raum mit dem Schiff, ne, wo unten quasi Schiff zu sehen war, wo die Fledermäuse waren. Wo ich auch vor den Ratten aufpassen musste, genau. Den Raum meinte ich hier. Jetzt muss ich mich an den beiden vorbeischleichen noch. Da müsste ein Fass sein. Wer kommt der Sack? Kommt er weit? Oder geht er jetzt wieder zurück? Geht's wieder zurück, okay. Perfekt. Wieder Ratten? Ernsthaft jetzt? Jucken die mich hier? Ich sag mal, hierher kommt dann ja dann bestimmt. Hinten auf der anderen Seite läuft sie, glaube ich, gerade. Hätte ich jetzt schon laufen können gerade. Ich bin sogar fast sicher. Da kommt die Ratte und entlarvt mich, passt mal auf. Dann lache ich. Also lache ich nicht, aber hat das Schwein Grund zu lachen. Das war easy, hier vorbeizukommen. Ganz ehrlich. So, da durch, zack. War jetzt die andere Abkürzung, die würde ich auch noch gerne aufmachen. Möglichkeit. Da oben auch noch ein Schweinchen. War noch vorbei. Jetzt war aber nicht hinter ihm, oder? Nee, kann nicht sein. Vorsichtig jetzt, der kommt gleich hierher, glaube ich. Er guckt jetzt hierher, genau, jetzt guckt er her, genau. War klar. Komm. Ach, jetzt kommt der auch noch hierher, scheiße. Ja, müssen wir jetzt wohl ein bisschen warten, leider. Grüß dich, Meister. Geh bitte weiter. Hier ist nichts, hier steht nur ein unscheinbares Fass. Danke, dass der mich gehört hat. Alles so. Muss kurz gucken, ob der nicht. Ja, der fährt sich schon bestimmt nochmal irgendwo. Wird sich ja wahrscheinlich sogar nochmal um. Ja, ganz genau, das meinte ich. Na, komm. Hä? Langsam, Link, langsam. Nicht zu überhastet. Ich glaube, das können wir ablegen. Was dürfte eigentlich nichts mehr passieren hier? Hier ist die Kiste, ne? Genau, hier ist sie. Dann schmeiß ich die auch mal noch einmal. Gut, gut. Einfach nur das haben, ne? Muss jetzt nicht gemacht werden, glaube ich, unbedingt. Aber was haben wir? Als war irgendwas Dummes passiert, wie aus Versehen runterspringen oder so. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? So, ab nach oben. Ich kann eine Sache noch machen tatsächlich. Jetzt. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch recht fix hin. Nehme ich das Schwert noch zurückholen. Oh, was ist jetzt los? Hat sie. Was ist? Es ist nicht mehr weit bis zum Gefängnis deiner Schwester. Geh doch die Mauer dieses Turms vor dir mal ganz genau an. Siehst du den schmalen Vorsprung? Ach, ich sollte einfach da oben stehen. Schalt dich an die Wand und drück A anpressen, um dich an die Wand zu pressen. Du hast vorsichtig und geschickt, kannst du den schmalen Weg sicherlich meistern. Allerdings kannst du keinerlei Handlungen mehr durchführen, wenn du an die Wand gepresst bist. Pass also gut auf.
Ne, ich bin hier richtig schon wieder. Oh, ich meine doch hier. Da muss ich lang, genau. Ich werde fast weit zurückgelaufen. Hoppala. Da hab ich die Sau bestimmt erwischt. Pass mal auf, was ich euch sage, ey. Ich bin doch da blind nichts reingerannt, der hat Vieh. Aber ich hätte das fast gesehen, was ich da abgestellt habe, von daher. Ich glaub, so doof wäre ich jetzt nicht gewesen. Ja, ich glaube tatsächlich, eigentlich muss man nur einen bestimmten Schalter ausmachen. Und zwar, ich glaube, den, der nicht da unten auf die Fläche da zeigt. Um dann quasi hier vorbeikommen zu können. Ich glaub, aber so ein bisschen die Reihenfolge, wie es gemacht werden soll oder wie es meistens gemacht wird, wahrscheinlich auch die, ja, man hat gesehen, ich bin jetzt quasi direkt hingelaufen, ne? Hab die alle mitgenommen, die ganzen Scheinwerfer. Ich weiß nicht, ob der erste zum Beispiel schon der richtige war. Das ist mein Schwert, übrigens. Aber es wird bestimmt bewacht von dem Vieh dann rechts neben, rechts vor der Tür. Genau vor dem. Der hat auch sogar ein Schild. Mini-Boss-Time, Leute. Also haben wir uns das Heroenschwert wieder. Wir haben das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Ne, ganz sicher nicht. Oh, du Sack. Oh, der hat kein Schwert mehr. Der ist eh easy. Ist Mini-Boss-Mucke tatsächlich? Also ich sag das nicht nur so. Aber der ist halt echt easy, der Typ. Ganz ehrlich. Der hat gar keine, der macht gar keine Probleme, Leute. Sag ich euch. So, Türchen auf, danke. Und dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bedanke mich fürs Zusehen. Aber natürlich lasse ich euch nicht so mit den Händen dastehen, die nächste Folge wird kommen. Definitiv. Aber bis dahin könnt ihr euch natürlich noch ein anderes Zelda-Projekt angucken, was ich jetzt hier oben einblende. Oder ihr guckt einfach nochmal in die Playlist. Hat vielleicht schon mehr Folgen da, so könnt ihr da einfach reinklicken, ne? Und ich verabschiede mich, Leute. Macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten Folge. Vielleicht auch im Stream. Schaut gerne mal vorbei, wenn ich live bin. Hier oder auf Twitch. Würde mich freuen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.